Ja, Oleg Tintur, gut eine Woche nach dem 4-1 gegen Salmo, heute 0-1 verloren. Ihr hattet zwar in der zweiten Halbzeit auch die ein oder andere Gelegenheit, aber ich denke, die Niederlage geht schon in Ordnung, oder? Ja, ich denke schon. Taverne hätte in der ersten Halbzeit auch schon 2-3-4 machen können. Aber aufgrund von der zweiten Halbzeit denke ich, dass auch ein Punkt verdient gewesen wäre. Wir hatten wirklich dicke Chancen, müssen sie machen. Aber unterm Strich war vielleicht die cleverere Mannschaft dann heute der Sieger und Glückwunsch auf Taverne. Was war mit euch los? Am Anfang kam der gar nicht richtig rein, ne? Und zweite Halbzeit sei da besser draufgegangen. Ich glaube, du hast auch deutliche Worte in der Kabine wahrscheinlich gefunden, oder? Ja, absolut. Ich habe denen gesagt, dass wir uns hier nicht verstecken müssen. Wir brauchen nicht spielen wie kleine Kinder. Taverne hat uns in der ersten Halbzeit so ein bisschen den Schneid abgekauft mit Aggressivität und so weiter. Ich denke, das haben wir in der zweiten Halbzeit besser hingekriegt. Sind weiter vorne angegriffen und damit hatten sie so ein bisschen ihre Probleme. Ja, das Tor hat gefehlt, aber ich komme mit dieser Einstellung und mit dieser Mentalität komme ich aber ganz gut parat und die brauchen wir auch in einem Abschiedskampf. Jetzt geht es am Mittwoch mal was ganz anderes, beim Rheinland-Pokal gegen den Oberligisten, gegen Karbach. Das ganz große Los habt ihr ja damit nicht gezogen, weil ich denke trotzdem eine reizvolle Aufgabe. Wie geht ihr diese Aufgabe an? Ja, auf jeden Fall mit Lust. Wir haben nichts zu verlieren, also Karbach ist ein Oberligist. Wir haben quasi den Druck, wir werden befreit aufspielen und gucken, was dabei rumkommt. Das ist einfach nur ein Zubrot für die Zuschauer, denke ich mal, auch ein ganz cooles Erlebnis, auch für die Spieler, die gegen Oberliga-Mannschaft mal spielen können. Wir nehmen das einfach mal mit. Wie sieht es personell aus? Mitten der Woche ist ja manchmal schwierig so ein bisschen, oder wie wird sich die Mannschaft gegenüber heute verändern? Es müssten alle da sein, bis auf die zwei Berdi-Brüder, die sind verhindert arbeitstechnisch, aber wir werden schon eine Mannschaft zusammenbekommen.